Ja, natürlich ist das Ganze im Wesentlichen aus Arbeitgebersicht zu betrachten und schauen uns da als erstes mal das Thema Nutzen aus Arbeitgebersicht und Nutzen ist ganz einfach, die Unterstützungskasse hat für mich zwei ganz wesentliche betriebswirtschaftliche Nutzen. Zum einen ist es das Riesenthema Human Resources, also der Mitarbeiter als wesentlicher und entscheidender Produktionsfaktor, als wesentliches Element für gesundes Unternehmen, für erfolgreiches Unternehmen. Das sind die ganzen Komponenten, Mitarbeitergewinnung, Vorteile bei der Mitarbeitergewinnung, Mitarbeiterbindung, langjährige Mitarbeiter, damit natürlich auch Kostenreduktionen, Qualitätserhöhung durch langjährige, erfahrene Mitarbeiter. Das Thema Image des Unternehmens für Mitarbeiter, das Thema Identifikation der Mitarbeiter mit den Unternehmen, was ein ganz wesentlicher Faktor ist und gar nicht quantifizierbar ist hinsichtlich des Nutzens, die Identifikation des Mitarbeiters mit dem Unternehmen, für das Unternehmen letztendlich bringt. Und es ist als zweite ganz große Nutzenreihe das Riesenthema finanzielle unternehmerische Unabhängigkeit, finanzielle unternehmerische Freiheit mit den Unterpunkten Bankenunabhängigkeit, die sukzessive erreicht werden kann, Liquidität, Aufbau von Liquiditätsreserven mit allen Möglichkeiten, Überbrückung von Krisenzeiten, Kriegskasse, um eben andere Unternehmer vielleicht übernehmen oder erwerben zu können. Die ganzen Themen alternative Mittelherkunft, Innenfinanzierung, Vermeidung von Mittelabflüssen an Versicherungsgesellschaften, Lebensversicherungsgesellschaften, aber natürlich auch Mittelabfluss an Finanzbehörden via Steuern. Das sind die ganz großen Nutzen, die ich aus Arbeitgebersicht sehe.